Hallihallo, hier ist mir wieder euer Korazu und es ist Casual Friday, das heißt, ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und so wie ich das letzte Wort bekommen habe, werden mal wieder sehr viele Zombie-Mons, Poke-Bees. Okay, das klingt alles nicht so cool. Ich glaube, Pokémon ist momentan eigentlich so ein Begriff, der rumgeht. Ich dachte, ich würde jetzt irgendwas mit Zombies draus machen. Durch die Gegenstreben, also was ich letzte Woche mitbekommen habe. Ich hatte auch ein Bewerbungsgespräch am Freitag, also nicht diesen, sondern den letzten. Und ich bin da durch eine Stadt, also durch die naheliegende Stadt hier, wenn es danach geht. Und was ich da gesehen habe, ich dachte, teilweise würde ich mir den Kopf fassen. Aber nichtsdestotrotz, zurück zu dem, was ich hier eigentlich mache, und zwar Let's Plays. Und ihr seht es eigentlich schon die ganze Zeit, Play Super Chibi Knight, Deterministic Dungeon. Und ich würde sagen, wir drücken mal auf Start. Okay, aha. Ah, I'm so tired of coding. I give up. You will have to take over. Here's a blank slate character. You decide how it will look. Um es zu erklären, wir haben eigentlich nur einen Knopf zu drücken in dem Moment und ja, das ist unser Charakter. Ja, und zwar unser Programmierer hat keine Lust mehr zu programmieren, deswegen sollen wir jetzt einfach alles per Zufallsgenerator. Ich heiße jetzt Lutotain, okay, ja, ist halt so. Hier wird es noch ein bisschen erklärt. Man is ultimately self-determining, man, das... Ich wollte es gerade vorlesen. Okay, ich muss hier zurückspulen und Pause machen und das leider selber lesen. Tut mir leid. Ja, wie ihr seht, wir haben wieder diesen wunderschönen Button. Es ist ja alles auf Zufall. Also was heißt alles? Es ist sehr viel Zufall. Drücken wir direkt mal. Okay. Nochmal. Na, und so funktioniert. So gehen wir halt Raum für Raum, Raum für Raum für Raum, für Raum durch. Nur so ein bisschen erklärt. So, und... Dort gibt es die Treppe hoch, dort gibt es die Treppe runter und da gibt es einen Schatz. Hm? Macht sie. So, und los geht's. Jetzt müssen wir entscheiden, wie viele Gegner sich im Raum befinden. 3. Oh Gott, ich habe gleich das Schlüssel gewählt. Und zwar welche? Du einmal und du einmal und oh, dreimal der kleine Goblin. Okay. Puh, jetzt muss ich natürlich hier schon ein bisschen weniger... Nee. Achso. Meine Schlagkraft. Okay, die ist auch wieder Zufall. 1. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nochmal. Du und Schlagkraft 1. Yes. Es ist sehr viel Zufall, wie man sieht. Es ist ganz, ganz witzig gemacht, wie ich finde. Es ist storymäßig natürlich ein bisschen seltsam. Aber ich finde, obwohl es so ein süßes kleines Flash-Gamechen mal wieder ist, ich finde es sehr unterhaltsam. Ich habe es irgendwo anders gesehen, aber ich weiß schon wieder nicht mehr wo. Ich speichere mir das immer links in so eine Excel-Tabelle und irgendwann, wenn ich sage, hey, ist ja Casual Friday, kramme ich die immer so ein bisschen aus. How much loot? 1, okay. Und was? Ein Helm. Was für ein Helm? Diesen Helm. Okay. Wir haben einen Helm. Oh, yeah, ein Helm. Da freuen wir uns doch. So. Ja, und dann kram ich es einfach immer raus. Ja, wir gehen natürlich Richtung Schatz. Hallo. Kram ich es immer raus. Aber ja, klar. 3. Okay. Es ist eine Waffe dabei. Es ist eine Scroll dabei. Und ein Scroll. Was für eine Waffe? Diese Waffe. Was für ein Scroll? Diese Scroll. Und diese. Okay. Wir haben noch eine Waffe. Wooden Spoon, oh, ein hölzerner Löffel haben wir. Ja, und kram ich halt einfach mal raus und ja, das war diesmal, was ich rausgekramt habe. So, wie viele Gegner? Ach, Menno, ich... das Glück ist echt nicht meins. So, ich hab... Scroll, was ist das? Feuer, okay. Wir denken mal, wir haben jetzt einen hölzernen Löffel. Hallo? Hölzerner Löffel? Hey, machen wir jetzt alles fertig. Okay, uns verfehlt. Und wir schlagen gleich mit 2 zu. Oh yeah, das Glück ist uns voll. Loot, keins.
Ja, wir gehen noch eine Tasche runter. So. Ja. Aber das können wir eigentlich skippen. Das ist eigentlich immer... So, okay, okay. Es ist halbwegs dicht beieinander, halbwegs. So, wie viele Gegner sind... Einer, oh Gott. Oh Gott, da war für ein starker. Naja, super. Ich glaube, diesmal versuchen wir, diese wunderschöne Schriftrolle... Jüngchen, du brennst. Ich habe dich vom Feuer befreit. Zwar auch vom Leben, aber das ist nicht weiter wichtig. Okay, jetzt haben wir... Da bleiben wir... Oh, nee, ist ja... Ja, so, okay. Puh. Jetzt hätte ich sie fast ausgezogen. So, weiter geht's. Wir gehen natürlich Richtung Schatz, in der Hoffnung, dass wir diesmal was Besseres hier uns erdrücken. 4 ausgezeichnet. Ja, okay. 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 Was sieht hier stark aus? Ein Schild. Ist das Hölzern oder das Steinerne? Nehmen wir das Steinerne. Und jetzt nehme ich mal diesen Helm. Und guck mal, welcher am besten ist. 10, 15. Doch, den wir haben. Okay. Und Schild. Plastik. Okay, das dachte ich wäre was Besseres. Oh, ja, super. Naja, gut, das wird schon, das wird schon. So, wir gehen natürlich nach oben. Richtung Ausgang. 3 Gegner. Oh, Mann, ernsthaft. Okay. Wieder eine Schriftrolle. Scroll of Sloan. Nee, das klingt nicht cool. Wenn wir hier bei. Und der wird drauf da. Sehr schön. Und da verhauen wir einfach mal. Ach, komm schon. 1, na, immerhin. Das reicht ja bei den Slam-Dingern. So, die 2, sehr schön. Das reicht wiederum bei den süßen kleinen Goblinen. Und, naja, wir sind ein Loot. Ich hätte gerne eine bessere Waffe, wollte ich noch sagen. Naja, super. Jo, machen wir übrigens auch noch, ja, ups, rutsche ich runter schon wieder. Ja, was uns alles so begegnet ist, man sieht, es kommt später mehr. Genauso wird später Bosse geben. Ja, hier drüben hat man dann noch eine Auflistung der Gegenstände, die man hat. Später gibt es ja noch viel, viel, viel mehr, wie man sieht. So, wir gehen aber Richtung Ausgang. So, ab Glück, bitte. Mann. Nein. Nein. Oh Gott, ja. Das fängt ja gut an, du. Okay, einen haben wir schon mal. Komm schon. Yes. Ja, ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Level up. So. How much loot? 1, okay. Waffe, yes. Was sieht hier stark aus? Du siehst... Nein, nicht du. Doch nicht du. Oh Mann, okay. Ja, passt schon. So, immer noch Level up und wir gehen eine Etage tiefer. Yes. So, da kommen wieder ganz lustige Geräusche dabei. Oh, ich will gar nicht drücken. Ich traue mich gar nicht. Ja, okay, hier können wir noch skippen. Yes, nebeneinander. Oh, verflucht. Wo mache ich jetzt einen Schatz hin? Okay, machen wir so. Und Boss hier hin. Wie, was? Zugeschlossen. Wollen wir vielleicht erst den Boss besiegen? 3 Gegner. Ja, nee, ist klar. Bei Langeweile, ne? Okay, die Gegner gehen wenigstens halbwegs. Wir attacken direkt mal los. Und yes. Fängt gut an, fängt gut an. Das schaffen wir, das schaffen wir. Hau, 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 hau. Okay. Jetzt nicht aufgeben. Wir können das. Yes. So. Ich möchte euch hier noch was zeigen, deswegen spielen wir das noch eine Weile. Weil hier kommt es noch zu ganz anderen lustigen Dingen. Oh, ich kann das nicht. Ich bin nicht da. Okay, ich muss da lang, weil hier ist kein Durchgang. Ach, Menno. Ich muss jetzt aber nicht direkt runter, oder? Ich glaube, ich könnte Nein sagen zum Runter.
Geht. Nein, ich möchte nicht runter. Ich möchte da lang. Ich muss den Boss besiegen. Nein. Okay. Okay. Nicht okay. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, komm. Zwei. Nee, so die keine zwei aus, ne? Dieses geschwungene Ding ist das da, dieses hier, ne? Oh, komm schon. Okay. Ist schon mal einer weniger. Die hauen mich. Das sieht schon witzig aus hier, dieser riesen Klumpen mit diesen kleinen Zahnstocher für ihn da. Oh, komm schon. Ach, Gottchen. Ah, zum Glück hat das jetzt gereicht. Luke, komm, bitte. Oh, Waffe. Das ist keine Waffe. Ja. Okay, ich muss mich echt auf den Boss jetzt hier... Juggernaut. Wir haben ja schöne Schriftrollen. Skull of Poison, Skull of Lightning. Ich nehme Skull of Poison. Blablabla. So, das verletzt ihn jetzt durchgehend. Das ist schon mal etwas. Und danach nochmal Scroll of Lightning. Das macht auch schön Schaden. So. Und jetzt müssen wir hier ganz viel draufhauen. Yes. Oh. So wird das nix hier. Komm schon. Komm schon. Oh, eins ist wissen bis jetzt nix, aber zwei wäre noch besser. Ich sag die zwei. So. Wenn du so weitermachst, verlieren wir, Junge. Jetzt ist schon besser. Nicht ganz gereicht. Okay, jetzt müssen wir. Ich glaube, der Schlag. Wir haben nichts mehr am Leben. Der Schlag muss sitzen. Oh. Ey, mein Herz, Leute, mein Herz. Ich dachte, jetzt wär's. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da nochmal Monster kommt, wenn ich zurückgehe. Das hatte ich noch nie. Bosses, Juggernaut. Nee, hier sind nicht eben noch Juggernaut. Können wir bitte kurz zurückspulen und gucken, wie der da hieß, weil hier ist ja für mal Leviathan. Ich sehe eben auch Leviathan. Oh nein, ich muss nochmal. Oh Gott, nein. Bitte. Oh Gott. Ich werde jemals sterben. Oh Gott, und zum Glück Level ab. Aber kein Loot. Ich sag mal. Echt nicht meins. Echt nicht meins, sowas. So ist eigentlich egal, wie lang wir gehen. Neue Gegner kommen so oder so. Ja, jetzt haben wir wieder Leben. Jetzt kann ja hier nur. Ne? Oh Mann. Glück ist echt nicht meins. Man merkt's, oder? Ich will niemals nach Las Vegas oder sowas. Niemals. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Jetzt. Duft da. Mach ihm Aua. So, wir haben ihn Aua gemacht. Machen wir nächstes Mal Aua. So. Genau. Jetzt haben wir's. So. Und Loot. Waffe? Nein, doch kein Helm. Okay, Schild können wir vielleicht gebrauchen. Das sieht besser aus. Oh, das wollte ich doch gar nicht. 15. Oh, 15. Aber es sieht cooler aus. Nehmen wir es deswegen. Und Schild ist das gleiche. Ach, Menno. Naja. Wir brauchen endlich eine bessere Waffe. Aber hier ist jetzt eine große Truhe. Da könnten wir Glück haben. Okay. Ja, was erzähle ich hier von Glück haben gerade? Oh. Nee. Das gibt's doch nicht. Ich habe eine Probeaufnahme, oder also Probeaufnahme, Probespiel gemacht. Ich habe da richtig geile Sachen hintereinander bekommen. So auch schlimme Gegner jedes Mal. Wenigstens gute Sachen. Ich hatte da schon so ein richtig geiles Schwert und.
Ich krieg's kalte Kotze. Okay. Ja, es gibt. Was soll der Quatsch jetzt? Na, okay. Etage ist erledigt. Oh ja, natürlich. Oh ja. Ich habe keine Lust mehr jetzt irgendwas hier. Oh, wie hässlich bist du denn? So. You get freezed. So. Weil dieses Ding hat echt viel Leben. Zwar nicht so viel Leben wie der Bus eben, aber auch nicht ohne. Und das macht auch böse Schaden. Deswegen einmal gefreezed und jetzt drauf gekloppt. Natürlich immer nur mit Einsen, das wäre ja sonst auch effizient. So. So, bei dem rechten Eins, gut. Das Schlimme ist, ihr müsst einfach Glück haben, weil sonst kriegt ihr mal keine besseren Gegenstände und die Gegner werden ja von Etage zu Etage. Das gibt's doch nicht. Stärker, das heißt, ihr müsst zwanghaft stärker werden, aber ihr könnt es ja nicht, ja, ein bisschen beeinflussen schon, aber ich nicht, weil ich kann es einfach nicht. Okay, Schild, jetzt Waffe. Oh. Oh. Okay, das sieht scheiße aus. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt, oder? Doch, habe ich, okay, alles klar. So, ey, weiter geht's, ne? So, wir gehen natürlich Richtung Schatz. Oh yes. Richtung Schatz. Push. Nein. Nein. Ja. Oh, wir haben Waffe. Wir könnten theoretisch eine bessere Waffe bekommen. Ich weiß nicht, ob die jetzt besser ist. 15. Das sieht ja gut aus. Warte mal, 0, 1, 2, 1. Ja, es ist eine 1 mehr, es ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir auch eine mindestens 1 bekommen. Die 0 ist seltener. So. Ist also, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ach ja. Yes. Man kann auch bloß 1 opfern. Ja, okay. Yes. Okay. Fire Scroll. Okay. Zack, jetzt geht's da noch. Also, wer es jetzt nicht ganz verstanden hat, wir haben jetzt Sachen jetzt. Oh nein. Nein? Oh, ich muss jetzt echt jetzt die fettesten Gegner hier nochmal Fire Rain. So, der Feuerschein reicht eventuell, um ihn umzuhauen. Nee, tut's nicht. Na, super. Ich glaube, das wird dann jetzt unser Ende. Oh, okay. Nein, jetzt hör doch auf, so einen Quatsch zu machen. Komm schon. Ich sagte aufhören, nicht weitermachen, ne? Das hast du schon verstanden. Yes. So, ein weniger. Komm schon. Immerhin. Ja, jetzt, wo wir es nicht brauchen, ne, macht er die Zweier. So, jetzt nochmal ein Zweier, komm schon. Ich sagte Zweier, Mensch. Okay, wir sind der Nein, nicht getroffen. Und wir auch nicht. Yay, das macht Spaß. So, jetzt komm schon. Haut drauf. Yes. So. Ja. Nein. Vielleicht. Okay. Nein. Richtung Ausgang, bitte. Ich will hier raus. Die Wände kommen immer näher. Natürlich. Beschwöre ich mir nochmal einen starken. Oh Mann. So ein Thema, die Null kommt jetzt seltener vor. Ich habe erst das Gefühl, dass wir sie jetzt öfters kriegen, ey. Oh Mann. Ja. So, wir dazu. Ja, nee, ist klar.
Okay. Ich muss jetzt treffen. Ja, super. Oh, jetzt aber die zwei, na, immerhin. Wir dürfen jetzt auch leveln. Yes, also können wir nochmal eine Runde weitermachen. Kriegen wir nochmal ein bisschen Loot. So, was sieht hier besser aus? Eigentlich nichts. Hier sieht eigentlich fast alles besser aus. Ja, wie kriegen wir den Schritt? Was habe ich jetzt? Das hatte ich jetzt, ne? 13. Dann behalten wir das, was wir jetzt haben. Wir sind den Helm haben wir immer gut, ne? So, das ist mir immer wurscht. So. Okay, irgendwo dazwischen jetzt den. Ich will den. Ach. Einer, okay. Und bitte was Schwaches. Du siehst nicht schwach aus. Oh Gott. Das ist echt nicht das, was ich keinmal merkt, oder? Yes, mal eine 2. So, trifft er jetzt. Und direkt nochmal. Yes. Aber man muss einfach nur schnell sein. Ja, einfach drauf und direkt wieder. Ja, okay, eine 1. Reicht aber. Nee, reicht nicht. Hä? Wo hat er denn noch was? Egal. Jetzt nochmal kräftig drauf. Alles gut. So. Kein Loot. Ich will kein Loot. Ich will Almosen nicht. Doch, will ich, verdammt. Yes, das war doch jetzt was. Ist ja eigentlich egal, wo. Ja, komm. Machen wir so. Das habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Schatz, yes. Yes. Weiß ich nicht. Das sieht gut aus. Das könnte was sein. Das sieht doof aus. Nur 0, 1, 2. Ach, das sind so viele Nullen. Ich weiß so 100%, dass ich die nicht drücke. Ah, komm, wir versuchen es mal. Wir können es doch später ändern. Ich werde es bereuen. Ja, später. Ich werde es jetzt bereuen. Oh, still du. So. Ja, ne? Fängt schon an. Oh, wir kriegen sogar mal die 3. Ich glaub's ja nicht. Oh, gleich nochmal. Was ist los? Ja, geht doch. Ich wollte schon meinen, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier auf immer gut bin, ne? Das wäre ja unerhört. Ich glaube, die Runde schaffen wir noch, aber das nächste nicht mehr. Wir leveln auch nicht relativ zeitnah, also. Ich denke mal, das war es dann auch gleich wieder mit mir. Zum Schluss noch mal ein paar Nuller hier rausgepackt. Das gibt's doch nicht. Yes. So, und jetzt die 3. Naja, okay, 2 reicht auch bei ihm. Nö, wir wollen kein Loot. Warum? Wieso sollte man schon Loot wollen? Okay. Nö, ich schau das arme Hündchen nicht. Das sieht ja so lieb aus. Der. Komm schon. Yes. Mensch. Wenn ich schon sonst in meinem Leben nichts kann, lass mich doch bitte das können. Gibt's eh nichts Gutes. So. Ja, einmal runter. Dann schon 2, 3. Skip. Zip. Und zip. Und dazwischen irgendwo den. Ja, okay, wir müssen eh zum Boss. Dann können wir so. So. Oh Gott, das ist wieder hirnrissig. Hier sind 2 Gegner. Und zwar der Wolf. Und der. Und ich sollte als erstes mein Leben retten. Yes. So. Oh Gott, das wird da wieder nichts. Ich sehe es ja jetzt schon kommen. So. Ja, genau.
So funktioniert das Spiel. Immer schön daneben hauen und dann so Minischläge machen. Wie ist es mal? Stechen wie eine Mücke, fliegen, tanzen wie ein Elefant? Oder da gab es mal was? Bruce Lee, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ah, oh Mann, komm schon. Jetzt hau da mal drauf da, sag mal. Gibt's ja wohl nicht. Tu mal nicht, was ich drücke, sondern einfach mal draufhauen, Mensch. Nee, Loot wollen wir nicht. Pff, ist noch super ausgerüstet. Arsch, ey. So. Okay, wie auch immer du heißt. Ich mach dich jetzt fertig. Psychonic Blast. Das sah nicht aus wie Psychonic Blast, das sah aus wie... Ich kotze dich an. So, hier, Feuerball brennen. Brennendes Ding. So, slow. Keine Ahnung, was es macht. Ich setze ein. Enemy slowed. Yes! Was, selbst da muss man noch. Yes oder no, Mann. Ja, wir haben jetzt einfach ganz auf daneben. Hat der Gegner gewonnen. Achso. Ah, ich darf jetzt immer wieder. Scheinbar aber immer noch geslowed ist. Okay. In der Zeit haue ich einfach daneben, weil ich bin einfach sozial. Er kann ja nichts dafür, dass es geslowed ist, ne? Ich bin so sozial, ich warte jetzt, bis er nicht mehr geslowed ist. Okay, jetzt mache ich mal so einen Schaden wenigstens. Ne? Ach, deswegen ist er schon instant nicht mehr geslowed. Ja, dann hätte ich es mir auch sparen können, fast schon, ne? Was machst du? Sieht nicht gesund aus für mich. Achso, jetzt hat er mich geslowed. Ich dachte, ich slow ihn wieder. Och, nö. Ey, war das jetzt unfair? Er hat mich gehauen. Ich wurde nicht entslowed. We have killed by den da, den Zauberer. Okay, ich würde sagen, ihr habt so ein bisschen die Ahnung von dem Spiel bekommen. Hier sieht man auch mal eine Auswertung. Also ihr könnt das dann immer noch mal, ja, weiterspielen. Man hat dann immer ja, die Möglichkeit, ne, sich neu zu entscheiden. Ach, das ist ja schon viel stärker, nicht den gleich. Der erinnert mich jetzt ein bisschen an Hulk Hogan mit dem Bart. Er ist aber Bilde. Okay. Nein, wir werden jetzt keine Runde spielen. Ich denke, wir haben, sage ich schon, ich habe genügend dieses Spiel gezeigt. Es ist klein, lustig. Spielt's gerne auch mal. Ich verlinke es euch natürlich wieder in den Kommentarbereich und ja, auf jeden Fall viel Spaß damit. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst es mich wissen. Ihr wisst genau, wie ihr es könnt. Und ansonsten, falls ihr selber solche Spiele kennt und sagt, hey, das Let's Play doch mal, gerne mit ab in die Kommentare. Ich bin da sehr offen für. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Nein, ich schleife das nicht durch. Ich habe wirklich lange Tschüss gesagt. Also bis dahin. Und was haben wir aus dieser Folge gelernt? Richtig. Glücksspiel ist absolut nicht meins. Wer meint, mehr Glück zu haben, kann gerne mal in die Videobeschreibung reinschauen. Da werde ich euch einen Link zum Spiel reinsetzen. Sollte ich es vergessen, macht mich einfach drauf aufmerksam und ich hol's nach. Ja, wie immer hoffe ich natürlich, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr mehr sowas sehen wollt, lasst es mich wissen mit Kommentaren, mit Daumen hoch. Wie gesagt, freitags gibt's immer ein schönes Casual Friday Folge, also ein bisschen was Flashiges oder so kleine Minispiele halt. Ja, und da ich schon erwähnt, es ist Freitag, kann ich euch schon mal ein schönes Wochenende wünschen. Rutscht gut rein, aber nicht ausrutschen, ne? Kennt es ja. Eigentlich sagt man das, glaube ich, immer zum Neujahr, oder? Egal. So, falls ihr den Aufbau noch nicht kennt, einmal zur Linken gibt es die letzte Sonderfolge oder Casual Friday Folge und unten drunter verlinke ich euch ein anderes Let's Play von mir und zwar Stardew Valley. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, Farming-Leben kam sehr gut an, so von den Klicks her, deswegen denke ich mal, werde ich das nochmal verlinken. Ja, ansonsten ist dann natürlich nur der Abo-Button, falls ihr nichts verpassen wollt. Momentan läuft ja sehr, sehr, sehr viel bei mir auf dem Kanal, weil ich einfach zu viel tolle Spiele momentan einfach spielen möchte. Also, falls ihr nichts verpassen wollt, einfach auf den Abo-Button. Und ansonsten schaut euch gerne auch ein bisschen bei mir um. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Zockt, denn das macht Spaß.